Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen. Ich freue mich über jeden, der heute zuschaut, denn ich darf mich unterhalten mit Alexander Höller, einem der jungen deutschen wilden Künstler, der in diesen Wochen und Monaten für Furore sorgt und dessen Werke nicht nur in der Sammlung von Oliver Kahn und Arnold Schwarzenegger hängen, sondern auch auf der Art Miami gezeigt wurden. Und wenn die Technik jetzt klappt. Hallo Sascha, guten Abend. Schön, dass das klappt. Guten Abend. Verbindung ist gut, Ton ist da. Wir können starten. Super. Du bist 23 Jahre alt, ich erreiche dich jetzt in München. Du bist Künstler, nennst dich selbst The Emotion Artist. Wir sprechen nachher nochmal darüber, wo die Emotion in deiner Kunst ist. Alexander, heute ist Tag der Arbeit, ein bundesweiter Feiertag. Warst du schon fleißig? Hast du schon gearbeitet? Ja, durchaus. Also ich habe gerade mitbekommen, dass du noch den Satz typisch Künstler gesagt hast. Das liegt daran, dass ich natürlich heute keinen Feiertag habe, sondern dankbar bin, dass ich natürlich auch am Feiertag arbeiten kann und darf. Ja, weil ich komme jetzt gerade direkt aus dem Atelier. Gibt es Tage, an denen du nicht arbeitest? Gibt es Tage, sogenannte Off-Days, wo du wirklich auch den Pinsel ruhen lässt? Oder hast du derart Hummeln im Hintern, dass du wirklich jeden Tag produktiv bist? Das kommt drauf an. Es ist so, ich war früher war ich so besessen, dass ich teilweise aus Familienurlauben früher nach Hause geflogen bin. Da habe ich dann meinen Eltern zum Beispiel, wir waren in Fuerteventura gewesen, vor, ich glaube, 3 Jahren ist es gerade mal her, habe ich einen Zettel geschrieben, sorry Mama, Papa, ich bin nach Hause geflogen, ich muss ins Atelier und arbeiten. Also ich war bis vor kurzem, sage ich mal, vor eineinhalb Jahren war ich wirklich ein Workaholic und habe 24/7 gearbeitet. Mittlerweile ist es so, dass ich mir bewusst mal auch zwischendurch mal 2-3 Tage Auszeit nehmen, frei nehmen, Abstand zum Atelier nehmen, um einfach auch das reflektieren zu können, was ich da überhaupt gerade mache. Ja. Und also es ist schon wichtig, zwischendurch auch mal dem Körper und dem Geist mal 1-2 Tage Ruhe zu gönnen. Absolut. Wenn man dir in den sozialen Netzwerken folgt, insbesondere auf Instagram, hat man vor allem den Eindruck, dass du einen anderen Tagesrhythmus hast als, ich sag mal, als ein Banker oder als vielleicht jemand, der wirklich um 8 im Büro sein muss und um 17 Uhr seinen Arbeitsalltag beendet. Du arbeitest sehr tief in die Nacht hinein, zumindest bist du nachts sehr produktiv in den sozialen Netzwerken. Gibt es Phasen, die für dich extrem produktiv sind? Ist das dann wirklich der Abend oder die Nacht? Also es ist so, erstmal um von dem Klischee wegzukommen, dass der Künstler so irgendwie so vormittags aufsteht oder so, das ist nicht der Fall. Also es gibt solche Künstler und auch Kollegen, die leben so, aber dementsprechend tut sich das dann halt auch auf den Erfolg auswirken. Also bei mir ist es wirklich so, ich bin ein Mensch, der sehr wenig Schlaf braucht. Also ich schlafe im Durchschnitt 4 bis 5 Stunden und bin dann, wie du es richtig gesagt hast, gerade auch nachts sehr aktiv. Also ich bin kann durchaus sein, dass ich teilweise jeden Tag dann so bis um 3, 4 im Atelier arbeite und dann aber um 9, um 9:30 natürlich wieder erreichbar sein muss, weil ich aber natürlich auch. Was treibt dich an? Ist das dann, dass das Bild fertig werden muss oder ist das ein innerer Antrieb, dass du einfach sagst, ich habe so viel Freude und so viel Energie momentan an der Arbeit, dass ich weitermachen muss? Oder ist das ein Druck, sitzt der Galerist im Nacken und sagt, das muss jetzt abgegeben werden? Ich würde sagen, eine Mischung aus beiden. Also natürlich ist der erste Anspruch, den ich habe, dass ich die Arbeit fertig oder ich will weiterkommen. Ja, ich will besser werden. Ich will mehr Bilder machen. Ich will mehr Schichten. Ich will einfach größere Projekte umsetzen und realisieren. Und das ist schon ein Ehrgeiz, der sich automatisch bildet. Also das ich weiß auch nicht, warum ich das in mir habe. Das ist einfach sowas, was ich vor ein paar Jahren, vor knapp 10 Jahren schon, als ich damit angefangen habe, das sich mehr und mehr halt einfach gesteigert hat. Und weil du gerade gesagt hast, Galerist, das ist nicht der Fall. Also es ist so, dass meine Werke in der Regel immer sofort ausverkauft sind, nachdem sie fertig sind. Und ich da jetzt nicht das Problem habe, dass ich irgendwie auf einen Galeristen angewiesen bin, sondern ich sehr viel auch gerade am Anfang meiner künstlerischen Karriere eben selber verkauft habe. Ja. Ist das ein Privileg, dass die Werke jeder also sofort ausverkauft sind oder lässt das den Druck nochmal enorm wachsen? Es ist ein absolutes Privileg. Also gerade wenn ich mir jetzt, was ich halt beobachte, was auf dem Kunstmarkt zurzeit jetzt auch durch die Corona-Krise abgeht,
Das ist natürlich toll, dass die Nachfrage nach meinen Werken so groß ist und ich dadurch natürlich dann auch sehr frei bin, was den Kauf von Materialien und meine künstlerische Arbeit betrifft. Jetzt hast du gerade angesprochen, dass das schon seit 10 Jahren in etwa so geht. Wie gesagt, man darf nicht vergessen, du bist 23. Das heißt, du bist ein Frühstarter. Du hast die Schule abgebrochen, um dich letztendlich deiner künstlerischen Tätigkeit zu widmen. Die Unterstützung aus dem Elternhaus, das muss man dazu sagen, das scheint ein recht künstlerisches Elternhaus zu sein. Deine Mutter singt, dein Bruder singt, dein Vater ist einer der bekanntesten Motivationstrainer oder Erfolgstrainer, die es in Deutschland gibt. Das ist nicht üblich, ja, dass die Eltern dann am Ende sagen, komm, brich die Schule ab und geh deinen eigenen Weg. Hast du jemals mit deinen Eltern gehadert und gab es jemals Schwierigkeiten bezüglich der eigenen Lebensplanung? Überhaupt nicht. Also bei mir war das so, bin ja jetzt nicht von heute auf morgen auf meine Eltern zugekommen und habe ihnen eröffnet, dass ich die Schule abbrechen werde, um Vollzeitkünstler zu sein, nicht zu werden. Das ist immer das, was ich so sage. Ich wollte meine komplette Zeit nur noch der Kunst, mein Leben der Kunst mit widmen. Und meine Eltern haben das natürlich beobachtet, dass ich, da ich ja schon seit 13 angefangen habe, sehr früh, und da auch extrem großes Talent bei mir beobachtet wurde, auch von Kunstlehrern und ich dann auch von meiner Heimatstadt Schweinfurt erste Ausstellungen ermöglicht bekommen habe. Und das hat sich schon abgezeichnet dann damals, dass da wirklich Potenzial ist, auch davon dann wirklich seinen Lebensunterhalt verdienen zu können. Und meine Eltern, wie du richtig gesagt hast, sind beide selbstständig und mein Vater, natürlich weiß er auch, er kennt die Zahlen, was wirklich ein freischaffender Künstler am Ende des Tages im Geldbeutel bleibt. Und das ist eine schockierende Zahl, nämlich, dass der Durchschnittskünstler in Deutschland, darstellende Künstler, bildende Künstler etc., gerade mal 9.000 Euro brutto im Jahr verdient. Und das ist schon, wenn du das als Eltern natürlich im Kopf hast und dann der Junge kommt und sagt, hey, ich habe jetzt beobachtet, ich bin die letzten Monate nur noch schlecht gelaunt, depressiv, ich komme früh nicht mehr raus, weil ich keinen Antrieb mehr habe, in die Schule zu gehen, mich dahinzusetzen, dazuzuhören. Dann haben meine Eltern natürlich gesagt, okay, wenn du es machst, dann mach's, aber dann mach's mit vollem Herzen und voller Begeisterung. Jetzt bist du ja nicht der Durchschnittskünstler. Das muss man sagen, deine Werke hängen in Sammlungen von Arnold Schwarzenegger und Oliver Kahn. Deine Werke sind ausverkauft, bevor sie quasi überhaupt auf den Markt kommen. Welche Botschaft hat deine Kunst? Richtig, was du sagst. Also ich bin mittlerweile jetzt nicht, sage ich mal, nicht nur bei Prominenten in Sammlungen vertreten, sondern wirklich Kunstsammlern auf der ganzen Welt, in den Sammlungen drin. Und mir war es von Anfang an wichtig, irgendwie, dass ich was sichtbar mache, was vielleicht ohne mich die Welt niemals gesehen hätte. Und mein Hauptthema ist die Natur, der Wald, an dem ich auch aufgewachsen bin, seitdem ich ein kleiner Junge bin. Und ich sage jetzt mal, das zu zeigen, was man eigentlich nicht in Worte fassen kann, nicht beschreiben kann auf einem Bild, was wiederum nicht irgendwie klar definierbar ist, das macht, denke ich, aus, was meine Kunst auch so spannend macht. Und da dann auch die Nachfrage so groß ist. Es gibt ein wunderbares Zitat von Gottfried Hellenwein, der sagt, meine Kunst soll keine Antworten geben, sie soll Fragen stellen. Ist das ein Satz, den du im Zweifel auch für deine Kunst übernehmen könntest? Ja, Sollen ich wir habe einen Gott. hinterfragen, sollen wir Nachhaltigkeit, Umwelt, sag mal die Schöpfung hinterfragen? Ja, ich habe einen Gottfried letztes Jahr erst vor circa einem Jahr auf einer Hochzeit gesehen, habe mit ihm persönlich auch einige Minuten sprechen können. Und diese Meinung, diese Aussage teile ich absolut. Also gerade jetzt, denke ich, fällt uns allen auf, wie sehr uns eigentlich so die Kultur fehlt, ja, die Kunst fehlt und die wirklich auch in echt zu begreifen. Ich meine, über den Bildschirm ist alles schön und gut, das zu sehen, da mitzukriegen, da up to date zu sein, was passiert, was ich mache, was andere Künstler machen, aber wirklich dann vor Ort mit den Werken sich zu befassen, sich zu unterhalten. Das ist, glaube ich, das, was Kunst muss und Kunst darf und auch Kunst soll. Kunst soll nämlich zum Denken anregen und um die Frage etwas auszuführen und weiterzuführen. Ich finde die Bilder spannend, die nicht sofort erschließbar sind. Ja, das ist wie, ich habe da gestern einen guten Text geschrieben, es ist mit dem Leben zu vergleichen. Ja, wenn Leben immer nur aufgeht oder abgeht, ist es ein Up and Down und genauso ist ein Bild auch. Das hat gute Stellen, das hat schlechte Stellen, das hat spannende Stellen und das macht irgendwie dann den Mix von einem guten Kunstwerk aus. Das Scheitern macht das Leben spannend.
die Werke, wenn du an einem Bild arbeitest, wie lange braucht es, bis du am Ende des Tages damit zufrieden bist? Kommt drauf an. Also ich arbeite in der Regel mehrere Monate an den Bildern, teilweise sogar bis zu 2-3 Jahren, bis sie dann fertig sind. Das heißt, du stellst die immer wieder weg und holst sie dann letztendlich wieder raus? Ganz genau, ganz genau. Also ich habe jetzt zum Beispiel Anfang des Jahres einen ganzen Schwung. Ich habe da so einen großen Container, wo ich dann immer die Bilder reintue, die ich sage, okay, die brauchen jetzt einfach mal 1,5-2 Jahre Abstand, ihre Ruhe und die dann wieder neu zu überarbeiten und dann wieder, sag ich mal, meine neuen Techniken, meine neuen Einflüsse damit einzubringen, das macht's, denke ich, aus. Und ich bin ein Künstler, der wie du anfangs des Gesprächs gesagt hast, extrem viel arbeitet und genauso tue ich dann auch ständig meine Entscheidungen umwerfen. Also es kann zum Beispiel sein, dass ich mich nachts in ein Bild reinsteige und am nächsten Tag aufwache, um 10 im Atelier stehe und denke, wow, was hast du da gemacht? Alles scheiße. Und dann die Leinwand übermalt, oder? Genau, abschleifen, übermalen. Also ich bin da auch sehr radikal. Also ich habe da auch dann, sage ich mal, keine Angst, dann auch irgendwie gute Stellen wieder zu zerstören, weil das ist, denke ich, was es ausmacht. So dieses Streben danach, dass es niemals perfekt ist. Wer legt die Preise fest für die Werke? Weil wenn wir über die sprechen, dann sprechen wir im Zweifel über einen der momentan angesagtesten Künstler unter 30. Wer legt die Preise fest? Danke. Das sage nicht ich, das sagen viele Journalisten. Also, Also es ist so, ich habe damals mein erstes Bild, das war, als ich 14 war, auf den Schweinfurter Kunstkreativtagen für, ich meine, 140. Die sind bekannt. Voll. Für 140 Euro verkauft. Mittlerweile liegen meine Bilder zwischen 10.000 und 40.000 Euro. Es ist so, dass natürlich die Nachfrage den Preis bestimmt, wie mit jedem Produkt. Wenn du ein Sänger bist, dann fängst du am Anfang vielleicht irgendwo in der Fußgängerzone an, auf kleinen Konzerten, Festivals, bist dankbar, dass du auftreten darfst und irgendwann zahlen dir die Leute, ich war jetzt beim Post Malone Konzert letztes Jahr, zahlen die 180 Euro für ein Ticket. Ja, und so ist es halt bei mir auch. Also ich habe einfach das Glück, dass wirklich die Nachfrage da ist, dass meine Kunst, meine Person, mein ganzes Schaffen einfach so interessant ist, dass sich Leute diesen Wert nach Hause holen. Ich meine, ich kann einen Wert behaupten, wenn denn jemand mit mir teilt und bereit ist, diesen Wert zu zahlen, dann freue ich mich. Setzt du bewusst Preise hoch, wenn du dich schwieriger von dem Bild trennen kannst? Nein, also ich... Irgendwann ist es so, wenn du dann, sag ich mal, etwas etablierter bist, kommt dann ein gewisser Faktor in den Preis mit rein. Sprich, dem Sammler ist es letztendlich egal, ob ich da meine verstorbene Oma irgendwie in dem Bild thematisiere oder ob das ein Bild aus einer ganz normalen Serie ist. Und so ist es dann auch, es hat tatsächlich was mit der Größe zu tun. Sprich, du hast jetzt zum Beispiel ein Bild, was 100 mal 100 Zentimeter groß ist. Dann tust du die zwei Seiten zusammenrechnen, 100 plus 100, mal 6,5 mal 10 und dann bist du bei dem Wert. Ich habe mal Manfred Krug gefragt, der nebenbei gemalt hat als Schauspieler, wie man die Kunst umschreiben kann. Und er hat gesagt, es ist teures, schweißtreibendes Gekleckse. Ich glaube, bei dir ist das dann anders zu nennen. Hier kam gerade eine Frage, ob die prominenten Sammler Auswirkungen auf die Preise haben. Das ist eine gute Frage. Wenn du sagen kannst, Arnold Schwarzenegger hat ein Werk von mir in der Küche oder im Wohnzimmer hängen, dann kann man gleich 5.000 Euro mehr nehmen. Ist das so? Nee, auf gar keinen Fall. Also die Prominenten sind natürlich, es ist schön, wenn ich prominente Kunden habe. Ich habe auch noch ganz, ganz viele mehr, die einfach namentlich nicht in der Öffentlichkeit genannt werden wollen. Und da ist natürlich Datenschutz das allerhöchste Gut, was ich auch verstehen kann. Von daher ist es vielleicht medienwirksam, wenn du bekannte Sammler hast oder bekannte Käufer, aber an sich spielt das in dem Preis keine Rolle. Also in den Preis zum Beispiel fließen auch Sachen ein, wie was ist dein künstlerischer Werdegang? Ja, bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe jetzt Anfang des Jahres von der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste München das Diplom verliehen bekommen. Und das ist natürlich, sage ich jetzt mal so, wie ein Master of Art oder Master of Science irgendwie also vom Abschluss her. Das ist natürlich das Nächste. Dann geht es jetzt langsam los, dass bei mir jetzt öffentliche Museen, Institutionen etc., wo du ausstellst, was für Ausstellungen du hast. Und das bestimmt dann natürlich auch den Preis. Also da kommen dann ganz viele Faktoren, spielen eine Rolle. Was für Auktionsergebnisse erzielst du?
Und das sind jetzt Sachen, das kommt jetzt alles erstmal auf mich zu. Also da bin ich jetzt mal gespannt, wenn wir uns in 5 Jahren nochmal unterhalten, wo die Preise vielleicht dann liegen werden. Nimmst du noch Auftragsarbeiten an? Nicht mehr. Also ich habe vor 2 Jahren, glaube ich, meine letzte Auftragsarbeit abgearbeitet, Aufträge machen müssen, tue ich eigentlich seit 3 Jahren nicht mehr. Und ich muss auch zugeben, mir hat es nie richtig Spaß gemacht. Ich habe das gemacht, weil ich natürlich am Anfang Geld verdienen wollte, musste. Aber mittlerweile mache ich keine Auftragsarbeiten mehr. Jetzt nennst du dich The Emotion Artist. Welche Emotionen willst du mit deinen Werken beim Betrachter locken? Ja, ich glaube, das wird sogar auf der Stirn tätowiert. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Wir sprechen gleich noch über die Tattoos, weil am Ende des Tages gehst du ja auch als lebendes Gesamtkunstwerk durch, ja? Ja. Kommt drauf an. Also ich habe The Emotion Artist, das hat sich eigentlich mehr oder weniger auf Resonanz meiner Kunden entwickelt. Also ich habe immer wieder Feedbacks bekommen. Ich habe natürlich gefragt, Mensch XY, wie wirkt denn das Bild so nach einem halben Jahr auf dich? Gefällt es dir noch? Was macht's mit dir? Was sagen die Leute, die du zu Gast hast? Und da kam da immer rüber, ja, also wenn ich zum Beispiel jetzt früh aufstehe und da scheint da in die Sonne rein, ich bin zum Beispiel ein Jogger oder so, dann gibt mir das schon mal ein ganz anderes Gefühl, in den Wald zu gehen und zu joggen, weil so diese Frische vom Wald rauskommt. Oder wenn ich mein Bild abends anschaue, dann beruhigt es mich, dann ist es irgendwie, es hat eine ruhige Stimmung, es hat eine warme Stimmung. Und das ist natürlich ein toller Nebeneffekt meiner Kunst, die natürlich schön ausschauen soll, aber natürlich auch was im Herzen machen soll, Erinnerungen hervorholen soll, Emotionen erwecken soll. Siehst du deine Werke mit zeitlichem Abstand anders? Also siehst du heute Werke, die du vor 4, 5 Jahren gemalt hast, mit ganz anderen Augen? Ja, total. Also es ist ähnlich wie, glaube ich, wenn man alte Tagebücher von früher heraussucht, die man vor ein paar Jahren geschrieben hat. Kommen einem die Gedanken sehr fremd vor meistens, ja, weil man mittlerweile im Kopf schon sehr viel weiter ist, sehr viel dazugelernt hat, sehr viel Neues erlebt hat, gesehen hat. Und so ist es in meiner Kunst auch. Ich freue mich zum Beispiel, wenn ich bei Sammlern bin, die mich wirklich schon seit Jahren begleiten, die Werke dann zu Hause sehe, die ich vor 5, 6, 7, 8 Jahren gemacht habe, im Vergleich zu dem, was ich heute mache. Das sind natürlich Sprünge, weil ich zum Beispiel einer bin, der versucht, sich ständig weiterzuentwickeln. Also ich mache nie das Gleiche. Ich bin auch nie zufrieden mit dem, was ich mache, sondern ich will meine Technik und meine Art und Weise, meine Arbeit ständig vorantreiben. Was treibt dich an, ist das die weiße Leinwand, wobei du nicht direkt auf der Leinwand anfängst. Ja, wenn ich dir auf Instagram folge, stelle ich fest, dass es hunderte von Skizzen vorab gibt, bevor du dann am Ende des Tages wirklich dich an die Leinwand dran machst. Richtig, also bei mir ist es wirklich so, ich habe damals, als ich die Schule abgebrochen habe ich mit 17 ein Jahr lang eine komplette Zeichenschule besucht, weil ich noch zu jung war, mich an einer staatlichen Uni einzuschreiben. Und das war gut gewesen. Also wir haben da von 9 bis 18 Uhr abends wirklich jeden Tag 8 Stunden gezeichnet und haben da auch Aktzeichnen. Ich habe das klassische Zeichnen. Ich könnte dich jetzt perfekt im Porträt auch zeichnen. Und so ist es dann eigentlich, also meine Arbeit entsteht wirklich immer aus der Zeichnung. Also es sind wirklich, wie du sagst, hunderte von kleinen Studien, die dann am Ende vielleicht zu einem Bild führen, hoffentlich. Mhm. Und durch die Zeichnung, was ich im Kleinen mache, werde ich freier. Denn wenn ich dann vor der großen Leinwand stehe, die teilweise 3x3 Meter mittlerweile groß sind, dann hast du ganz andere Bewegungsabläufe, Rhythmen, du hast ein ganz anderes Training, du musst nicht so viel nachdenken, du machst das Ganze intuitiv. Das ist wie beim Spitzensportler auch, der irgendwann nicht mehr drüber nachdenkt, wie er jetzt den Ball spielt, sondern er macht es einfach, weil sein Verstand, sein Gehirn einem sagt, dies und das und jenes. Und das ist, Jetzt hat man aber bei dir den Eindruck, dass dass der Zeitrahmen so ein bisschen aus den Fugen gerät. Ja? Du hast relativ früh angefangen mit 13, 14. Du bist jetzt 23 und feierst große Erfolge. Du hast dir vorgenommen, in spätestens 7 Jahren mit 30 eine Ausstellung in New York im MoMA zu haben. Da fragt man sich ja allen Ernstes, was kommt denn dann mit 40, 50, 60, 70? Ist die Frage. Also ich, was mir auffällt ist oder was ich jetzt so die letzten 1,5, 2 Jahre erlebt habe oder bemerkt habe, weil es bei mir wirklich so nach oben ging, war eigentlich, dass der Weg zum Ziel ist das Schöne, ja.
Und der Weg, diese 10 Schritte vor, 3 zurück, 2 vor, 1 zurück, 3 vor, das ist eigentlich das, was es so ausmacht. Und ich habe noch ganz viele weitere Ziele, außer jetzt im MoMA zu hängen. Ja, das sind Karriereziele, aber ich will natürlich auch, ich habe natürlich auch andere Ziele. Ich will zum Beispiel auch anderen Menschen den Zugang zu Kunst ermöglichen, dass sie sich damit vertraut machen. Und ich glaube, dass es nicht nur ein Museum auf der Welt gibt, das MoMA, sondern dass es ganz viele große Museen gibt. Und ich glaube, da bin ich gut beschäftigt mein ganzes Leben lang. Jetzt ist es ja heute für Künstler immer auch wichtig, sich selbst zu vermarkten, ja. Und Künstler müssen heute ein Stück weit auffallen, entweder durch einen Skandal oder durch andere Dinge, um wahrgenommen zu werden. Du bist so ein bisschen ein wandelndes Gesamtkunstwerk. Gibt es noch Stellen, die nicht tätowiert sind? Du bist im Gesicht tätowiert, du bist in den Armen tätowiert. Ja, also ich bin, ich habe mittlerweile schon relativ viel voll. Allerdings jetzt mein Rücken zum Beispiel, der ist noch komplett Baustelle. Auch die Beine sind jetzt noch einige Lücken offen, weil jetzt auch, sage ich mal, ich habe jetzt eigentlich, ich glaube, 7 Termine in 8 Wochen gehabt, um meinen Rücken fertig zu machen. Und die sind natürlich jetzt alle ausgefallen, leider wegen Corona. Und von daher, ich habe da noch einige Stellen frei. Ja. Aber ist das eine Form von Selbstvermarktung? Nicht wirklich. Also mein erstes Tattoo war gewesen, das habe ich mir hier über die Brust tätowieren lassen, den Schriftzug Art is my passion. Und da war ich 16 Jahre alt gewesen. Und da habe ich, glaube ich, noch nicht so da habe ich klar schon irgendwie mich mit Kunst beschäftigt, aber da war jetzt noch nicht so der Gedanke da, ich mache das jetzt weil. Sondern für mich sind die Tattoos einfach, ich wollte das schon immer haben. Also ich habe mit 13 habe ich alte Zeichnungen von mir, wie ich mich selber sehe in 10 Jahren, ja. Und ich bin da, glaube ich, ganz, ganz gut hingekommen mit. Also ich würde jetzt, um auf die Frage konkret einzugehen, Tattoos, weil Selbstvermarktung, nein. Jetzt bist du sehr aktiv auch in den sozialen Medien. Erreichst du letztendlich über Instagram, Facebook die Zielgruppe, die du erreichen möchtest? Ja, absolut. Also man muss bei mir zum Beispiel unterscheiden zwischen Facebook und Instagram. Also ich habe auf Instagram eine sehr junge Followergruppe. Auf Facebook, sage ich mal, ist es dann ab 40, 50 aufwärts eher. Deshalb muss man auch gucken, wie man die beiden Zielgruppen, wie man mit denen umgeht. Also auf Facebook zum Beispiel, da lesen die Leute wirklich noch Texte. Das heißt, da poste ich auch nicht so oft was, da poste ich vielleicht nur einmal in der Woche was, aber dann wirklich einen sehr kompakten Text, der, sag ich mal, alles zusammenfasst, was mir gerade im Kopf vorgeht und was auch gerade so in meinem Leben stattfindet. Auf Instagram ist es, das werden wir alle bestätigen können, einfach Bilder, 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 Masse, Masse, Masse. Je mehr du auf Instagram postest und machst und tust, desto besser ist es, da du ständig, sag ich mal, auch mit anderen Profilen in Konkurrenz bist und da musst du einfach auf dich aufmerksam machen. Aber brauchen Künstler heute für die Wahrnehmung ein ganz klassisches Marketingziel? Inwiefern? Naja, damit du auffällst. Der Kunstmarkt ist ja auch erstens eine Welt für sich und zweitens riesig. Aber damit du dich international abheben kannst? Klar, also du brauchst, sag ich mal, wie in allen Branchen oder Bereichen, brauchst du irgendein Merkmal oder du brauchst was Signifikantes, was dich von anderen unterscheidet. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich wirklich komplett über die Kunst definiert werde. Sprich, die Leute sehen und verstehen, dass das, was ich mache, wirklich, wirklich gut ist oder gut sein muss. Behaupt nicht ich, kriege ich gesagt. Dass ich dann natürlich, sag ich mal, noch anders aussehe als 99% der anderen Menschen und mich auch, sag ich mal, in meiner Kleidung, in meiner Wirkung nach außen versuche, da irgendwie Akzente zu setzen. Das ist ein Kosmos, der einfach komplett aus ganz vielen Faktoren spielt. Und jeder Künstler sollte sich einfach mal Gedanken machen, was unterscheidet mich denn von anderen? Was ist denn zeitgenössisch? Was ist denn überhaupt aktuell? Also zum Beispiel an den deutschen Kunstakademien wird meiner Meinung nach viel zu wenig vermittelt, was nach der Akademie passiert. Nämlich, wie funktioniert der Kunstmarkt? Was sind da für Mechanismen? Was ist da notwendig, um langfristig gesehen wirklich von seiner Kunst leben zu können? Und, sag ich mal, auch erfolgreich zu sein. Ja. Wer hat dich in diese Welt eingeführt? Ich selber. Also ich sag mal so, wir alle wissen ja, dass ich einen relativ bekannten Vater habe, der auch sehr viele erfolgreiche Unternehmen hochgezogen hat. Von daher habe ich von klein auf an mitbekommen, wie man ein Unternehmen führt und wie man, sag ich mal, auch
marketingmäßig mit Geld etc. umgeht, was sehr wichtig für mich war. Allerdings ist das, was mein Vater gemacht hat, keinster Weise zu vergleichen mit dem, was auf dem Kunstmarkt los ist, da das eine völlig andere Branche ist. Ja. Und da habe ich eben sehr früh angefangen, dann mit 17, 18 mich auch teilweise jeden Tag bis zu 1-2 Stunden mit dem Kunstmarktgeschehen zu beschäftigen. Ich gucke mir jetzt zum Beispiel gerade, wenn wir fertig sind, gucke ich mir wiederum eine Doku an, was zum Beispiel so die Fallen sind als Künstler, wo du reinfallen kannst. Sprich, wenn du dich zu früh von einer Galerie abhängig machst, wenn du irgendeinen Vertrag unterschreibst, nur um auf Sicherheit zu gehen. Das sind alles so Sachen, die muss man beachten. Hast du ein Team von Beratern, welches dich da durch diesen Dschungel leitet, oder machst du das alles in Eigenregie? Also ich habe das tatsächlich bis Ende 2019 alles alleine gemacht. Ich habe im Prinzip 2 Jobs gemacht. Ich war mein Manager und Künstler, und jetzt habe ich seit Anfang des Jahres habe ich ein Top-Management, die mir da zum Glück sehr viel Arbeit abnehmen, was mich auch in meiner künstlerischen Arbeit sehr viel freier macht. Hier kam gerade eine Frage, ob du häufiger auf deinen Vater oder dein Vater häufiger auf dich angesprochen wird, weil in der Zwischenzeit natürlich auch deine Popularität zunimmt. Teils. Also jetzt, sage ich mal so, die letzten 1-2 Jahre werde auch ich öfters mal nach Fotos gefragt oder sowas. Ich glaube, das gibt sich jetzt mittlerweile nicht mehr viel. Also da wir gerade so unterschiedliche Typen sind, ist es, glaube ich, mittlerweile ausgeglichen. Du hast angesprochen, dass die Natur für dich eine große Inspirationsquelle ist und dass Natur in deinen Bildern immer wieder auch einen Stellenwert hat. Ist das, merkst du bei deinen Sammlern quasi diesen Trend in Zeiten von Fridays for Future und Greta, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt auch ein Stück weit uns die Natur ins Haus holen und in die Kunst holen? Glaube ich schon. Also ich bin, wie ich vorhin ja schon am Anfang gesagt hatte, direkt am Wald aufgewachsen, und dazu hatte ich schon immer eine besondere Bindung zur Natur. Und habe dann irgendwann, sag ich mal so mit 14, 15, als ich viel darüber nachgedacht habe, was ist eigentlich so der Sinn vom Leben, wie entsteht Leben, was ist Leben, war ich oft im Wald gesessen und habe gezeichnet und geschrieben. Und irgendwann habe ich dann angefangen, als dann, sage ich mal so mit ich glaube Snapchat war das, habe ich dann angefangen, die ganzen Sachen aufzunehmen, zu fotografieren, als ich gerade im Wald war. Und da sind dann immer wieder relativ spannende Bilder draus geworden, Bildkompositionen. Mittlerweile ist es so, dass ich eigentlich ich gehe mit so einem Sucher durch den Wald und guck, wo ist was irgendwie spannend an Ästen, an Bäumen, an Baumstämmen. Und ich glaube, dass gerade das Thema Natur, Nachhaltigkeit aktueller und zeitgenössischer denn je ist. Und glaube ich, dass ich da sehr gut vorangehe. Hat die Kunst deinen Blick geschärft? Total. Also ich bin zum Beispiel, mittlerweile kann ich das schon kontrollieren, aber ich habe zum Beispiel auch, wenn ich auf der Autobahn fahre, beobachte ich, welche LKWs haben zum Beispiel welche Farben, welche Kontraste sind da drin, was ist spannend. Ich bin da schon etwas, ein bisschen ein Freak, muss ich zugeben, ja. Du hast einen Schnitt gemacht vor einiger Zeit und bist raus aus Schweinfurt und bist nach München gezogen. War das wichtig, sich vom Elternhaus abzukoppeln, oder ist München einfach die Metropole, wo du sagst, naja, hier habe ich eine größere Chance mit meiner Kunst stattzufinden? Also ich bin ja damals, als ich 17 war, bin ich ja schon ausgezogen, war schon mal ein Jahr in München gewesen. Und bin dann auf die Kunstakademie Nürnberg, habe dann in Nürnberg 2 Jahre gewohnt, und dann habe ich allerdings für mich eine Entscheidung getroffen, okay, ich brauche den Wald direkt neben mir. Ich habe mir dann ein Atelier direkt in meinem Heimatort am Wald gemietet und habe dann dort fast 2,5 Jahre gearbeitet. Das war auch gut gewesen, weil ich hatte dort meine Ruhe. Aber dann ist natürlich so die Frage, wo hast du auch mehr Input, wo ist mehr los? Dann irgendwie mich auch danach gesehnt, so ein bisschen was mitzukriegen. Und dann war die Frage Berlin oder München. Und ich war eigentlich schon so gut wie in Berlin. Ich hatte schon einen Ateliervertrag so gut wie sicher unterschrieben. Aber wäre Berlin nicht die spannendere Stadt gewesen, auch für den Kunst aus der Kunstszene? Nein, also Berlin, klar, ist hat mit, glaube ich, mit 486 Galerien mittlerweile ein riesen Galerienetz.
Und gerade das ist das Ding. Also jeder Künstler geht sofort nach Berlin irgendwie, habe ich so das Gefühl. Und das war für mich wieder so ein Ding, wo ich gesagt habe, no, ich gehe jetzt in die andere Richtung, ich gehe nach München, weil München ist genauso aufgeschlossen in der Kunstszene wie Berlin. Das heißt nicht, dass ich Berlin ausschließe. Also ich habe jetzt hier noch den Ateliervertrag circa ein Jahr. Ich werde mir danach definitiv was Thema so Großes suchen, weil ich einfach mehr Platz brauche. Muss mal gucken, wo ich danach hingehe. Also im Moment bin ich hier in München super happy und ja, mache einfach weiter wie bisher. Ist das ein Privileg, in jungen Jahren frei von wirtschaftlichen Zwängen arbeiten und schaffen zu können? Klar, also ich meine, ich bin unendlich dankbar, dass ich nicht drauf gucken muss, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie im Farbenladen oder im Bauhaus unterwegs bin und meine Materialien bestelle, was ich wie für ein Budget oder ein Etat habe, was ich für ein Geld ausgeben kann. Das macht wirklich frei. Und ich bin einer, der eigentlich alles, was er zurzeit verdient, kannst du mir jetzt glauben oder nicht, aber sofort wieder in die Kunst steckt und jetzt auch Riesenskulpturen vorhab. Also das schluckt Kohle und ich bin einfach dankbar, dass ich da, sag ich mal, frei von bin und nicht ständig daran denken muss, nicht ständig ans Geld denken muss, ja, muss man sozusagen. Leidet dein Geschäft momentan unter Corona? Wahrscheinlich sind Ausstellungen verschoben oder abgesagt worden, aber merkst du, dass die Sammler im Zweifel sagen, naja, halten Sie das Werk doch nochmal ein bisschen fest, wir haben gerade andere Sorgen? Klar, also am Anfang, als es vor ein paar Wochen losging, habe ich natürlich auch erstmal so ein bisschen Bammeln gehabt, habe ich Panik bekommen, musste dann auch zwei Ausstellungen, die jetzt stattfinden sollten, das ist lustig, heute ist der 1. Mai, heute sollte eigentlich das Gallery Weekend in Berlin starten, da sollte ich eigentlich eine große Ausstellung eröffnen, die ist jetzt leider auf Herbst, auf September erstmal verlegt worden, wo sie, denke ich, auch jetzigen Stand stattfinden kann, hoffe ich mal, oder wird. Und ja, es ist so, ich meine, klar, wir alle erleben jetzt das in der Zeit. Wir haben alle, jeder muss gucken, wie er sein Unternehmen über Wasser hält, zumindest fast alle. Und da habe ich natürlich auch Angst gehabt, was passiert jetzt mit mir? Haben die Leute noch den Sinn jetzt zur Zeit für Kunst? Haben die die Zeit, sich damit zu befassen? Haben die überhaupt das Geld übrig, jetzt noch, sag ich mal, in Kunst zu investieren? Und dann war so nach einer Woche circa, hat mich dann einer meiner besten Sammler angerufen und hat eben gefragt, was ich für neue Werke habe. Und habe ihm dann erzählt, ja, ich habe jetzt eben eine Riesenausstellung in Berlin geplant gehabt. Da habe ich jetzt quasi die Werke erstmal zurückgehalten. Wenn du Lust hast, schicke ich die dir gerne mal per Retransfer zu und du guckst mal rein, ob vielleicht, ja, kannst vielleicht ein Feedback dazu geben. Ist das eine besonders kreative Zeit jetzt für dich? Total. Also, um auf den Punkt noch zurückzukommen, der Sammler hat dann gesagt, okay, ich möchte gerne zwei Bilder haben und somit war dann für mich, sag ich mal, das Ding vom Tisch und ich konnte mich jetzt die letzte Woche super gut auf meine Arbeit konzentrieren. Für mich hat sich von der Quarantäne oder wegen der Quarantäne eigentlich nicht wirklich viel verändert. Also ich bin sowieso einer, der seit 2.1. komplett eigentlich Atelierphase eingeplant hatte. Für mich hat sich jetzt einfach verlängert und ich kann das jetzt richtig genießen, dass ich, sag ich mal, ohne Termine arbeiten kann, ohne Zeitdruck, ohne irgendwas fertigstellen zu müssen und bin zurzeit da eigentlich ziemlich happy mit. Komischerweise dann, wenn man sich guckt oder überlegt, was draußen so los ist, das ist ja eigentlich ein krasser Kontrast. Ja. Ich würde gerne nochmal ganz kurz auf The Emotion Artist zurückkommen. Kann man deine emotionale Stimmung in den Werken erkennen? Kann man erkennen, an welchen Tagen du einfach einen schlechten Tag hattest und an welchen Tagen du himmelhoch jauchzend ins Atelier gekommen bist? Glaube ich nicht. Also ich glaube, dass da der wie ich gesagt habe, die Bilder entstehen ja nicht über Nacht. Also ich bin ja einer, der, sage ich mal, monatelang, teilweise sogar über Jahre hinweg an einem Bild arbeitet. Und da ist jetzt keine Tagesstimmung oder keine generelle Stimmung. Also ich glaube, es wäre schlimm, wenn man jetzt da irgendwie eine Traurigkeit sehen würde, die über 2-3 Jahre anhalten würde, sondern ich glaube, dass meine Bilder generell sehr farbintensiv sind und dadurch eigentlich eher eine positive Wirkung haben. Aber ich glaube, das sollte jedem selbst überlassen sein. Also ich weiß, was ich mir in dem Bild gedacht habe und das bleibt auch, sag ich mal, so ein bisschen mein Geheimnis, meine Verarbeitung und was dann der Betrachter damit anfängt oder macht, das ist letztendlich dann seine Entscheidung. Wie gehst du mit Kritik um? Kommt drauf an, was für eine Kritik. Also,
Also, naja, wenn jetzt das Feuilleton dich zerreißt oder wenn Leute einfach sagen, naja, das ist am Ende des Tages, das ist doch einfach Kunst ohne Sinn oder wie auch immer. Ja, es gibt ja unterschiedliche Richtungen. Wie gehst du mit Kritik um? Muss deine Kunst gefallen oder soll deine Kunst gefallen? Oder sagst du am Ende des Tages, ich habe meinen eigenen Blick auf meine Kunst und der ist für mich wichtig? Naja, also mein Ziel ist ja jetzt nicht, sag ich mal, 8,8 Milliarden Menschen auf der Welt davon zu überzeugen, dass das, was ich mache, gut ist. Wenn es einen einzigen auf der Welt gibt, der es gut findet, habe ich mein Ziel erreicht. Und in erster Linie mache ich natürlich die Sachen für mich und guck dann, was, ja, ich bin jetzt, um vielleicht das so zu beantworten, ich bin niemand, der jetzt danach arbeitet, was gut gekauft wird. Denn dann wäre ich, glaube ich, ein Drecksverräter, wenn ich sowas machen würde. Wenn ich nur Sachen machen würde oder Kunst herstellen würde, die gut gekauft wird, wo ich weiß, oh, da ist die Nachfrage groß, das Bild hätte ich auch 3-4 Mal verkaufen können, mache ich es nochmal so ähnlich, weil ich auch die Frage oft gestellt bekomme, dann wäre ich ein Verräter von mir selbst und ich könnte das gar nicht von mir verantworten. Also ich bin einer, der einfach macht und versucht, immer was Neues zu machen. Und wenn jetzt Kritik kommt, dann höre ich mir die an und gucke, was ich damit anfangen kann, was ich daraus lernen kann. Und bin eigentlich auch dankbar, wenn ich Kritik bekomme. Und es gibt ja auch nicht nur negative, sondern auch positive Kritik. Und bin da eigentlich offen für alles. Jeder hat seine Meinung. Es ist jedem zugestanden, das zu denken und zu sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel hier in die Pinakothek gehe, dann gefällt mir da auch nicht alles. Dann finde ich da auch 50%, wo ich mir denke, okay, schön, aber kann ich jetzt persönlich nichts mit anfangen und 50% feiere ich ab. Und genauso ist es, glaube ich, bei mir auch. Es gibt Leute, die finden das gut, was ich mache, andere, die finden es nicht gut. Und da müssen die sich dann halt die Frage stellen, ob sie es dann schon in echt gesehen haben oder nicht. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Hier gibt es eine Frage von Alexander Kühn. Was ist wichtiger, vom Feuilleton gelobt zu werden oder von Schwarzenegger geliebt? Boah, gute Frage. Also von Schwarzenegger geliebt zu werden, ist ja, was habe ich davon? Also ich glaube, dass letztendlich, man sollte sich nicht auf beides fixieren. Also auf der einen Seite sollte man nicht darauf arbeiten, dass man jetzt unbedingt von seinen Kritikern geliebt wird oder gefeiert wird. Auf der anderen Seite ist es auch nicht wichtig, was jetzt ein Arnold denkt oder was der Mensch nebenan denkt, der vielleicht ein Bild von mir hat. Das ist, glaube ich, egal. Zum Abschluss, es gibt diese Videos, da hast du immer die Finger vor dem Gesicht, wenn du in die Kamera redest. Jetzt bin ich wahrscheinlich zu alt für diesen Quatsch, aber was hat das damit auf sich? Das ist mein Signature-Move, meinst du? Genau. Also was da der Hintergrund da genau hinter ist, das möchte ich heute noch nicht sagen. Das lasse ich noch etwas offen. Definitiv ist... Es gibt so viele Geheimnisse. Es gibt Geheimnisse zur Kunst oder zur Technik, ja, die du anwendest. Es gibt Geheimnisse zu einzelnen Entstehungsprozessen. Es gibt Geheimnisse zu diesem Signature-Move. Ich meine, ich bin 23. Es wäre ja schlimm, wenn ich jetzt schon alles der Welt herausposaunieren würde. Was würde ich dann in ein paar Jahren machen? So. Und von daher ist es, glaube ich, ganz gut, da noch ein bisschen die Spannung zu halten. Dann ich lebe ja hoffentlich noch ganz, ganz lange. Das wollen wir hoffen. Bleib gesund. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne, Sascha, danke. Schönen Gruß nach München und ja, einen produktiven, kreativen Abend. Der ist ja wahrscheinlich noch nicht zu Ende. Danke, den wünsche ich dir auch. Dankeschön. Danke, alles Gute. Tschüss. Ciao.